Das sind quasi die Lottozahlen von heute. Naja gut, Lottozahlen sind es nicht. Wir fangen von unten an. Die Retail-Sales-Zahlen für Dezember, die sind in Europa mit minus 1,6 rausgekommen. Vorher hatten wir noch die Service-PMI-Zahlen aus Europa mit 52,5 und aus UK mit 53,9 für diejenigen, die das nochmal brauchen. Wir gucken ja lieber auf den Chart und sehen da vielleicht irgendwas, was uns wohlgefällig ist. Und wenn wir hier mal auf den DAX Future schauen, dann ist das tatsächlich gar nicht so schlecht, wie ich finde. Denn ich gehe es mal hier mit dem Finger ein bisschen ab. Wir haben Schub nach oben, dann gab es eine Seitwärtskorrektur. Der Markt hat eine Pause gemacht, das nennt man typischerweise eine Korrektur. Anschließend der Markt zügig und lang nach oben, dann ging eine relativ scharfe Korrektur. Es gibt sicherlich steileres, aber auf jeden Fall deutlich hängender als das. Stichwort Pattern Alternation für diejenigen, die da ein bisschen ins Detail gehen wollen. Und anschließend nochmal eine Schubbewegung nach oben. Und wenn man genau hinguckt, notfalls die Augen ein bisschen zusammenkneifen, dann bleibt übrig eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5. Und nach 5 ist oft die Party zu Ende. Und das könnte ziemlich genau jetzt der Fall sein. Also, wir müssen damit rechnen, dass der Markt hier möglicherweise nicht mehr ewig weiterläuft. Und wir haben es gesehen, Tesla, das Sorgenkind, zumindest mal für all die Shorties, ist ja so weit nach oben geschossen, dass man sich die Frage stellen kann, wo soll das überall hinführen? Tatsächlich gegen Ende ging es dann doch noch nach unten und möglicherweise ist damit dieser Run jetzt erstmal beendet. Das werden wir heute noch uns überlegen müssen, aber vorher fragen wir erst nochmal Shimizu-san, was er denn weiß, was heute wichtig ist aus seiner Sicht. Shimizu-san, let us know, what is most important for you today? Today, US Senate will be acquitting President Trump. You remember back in the October, in a House... U.S. House started this process. It was going really strong until November. And this month, as soon as January came in 2020, the Senate picked it up and they were hearing the presentations and blah, blah, blah. Basically, this story has died last Friday. They could have voted last Friday. They didn't. Monday, Iowa caucus, really embarrassment for U.S. Democratic Party. They still counting. At this moment, it's 9 p.m. in Tokyo. I have a headline saying they have counted up to 75% of the vote. And, Tuesday night, Mr. Trump delivered his State of the Union address. Obviously, everything good was because of him, and everything bad was because of the Democrat. And today is a triumph for Mr. Trump. He will be acquitted. And so it was very short embarrassment moment for Mr. Trump, because he was the first U.S. president to make a State of the Union address while he's being impeached. That at least leaves us a little bit scar on his record, but knowing that Donald now he's back. Right? That now he's back. Yeah, well, knowing Mr. Trump, I think it doesn't really hurt him. Today, it's a risk gone again. Bank of China, People's Bank of China, keep on pushing the liquidity into the market. Chinese stocks are higher and Asia is higher. Europe at this moment are more than 1% higher. So we're going to make another record maybe in a U.S. market. This is all the while, we are teaching bad lessons to our kids. Even the President of the United States. There is a limit, I guess. But we'll see how it goes. But it's another story. Market is stronger. We'll see another record today, I think. Have a good trading. Thanks a lot for your insights. Okay, ich werde das nochmal schnell zusammenfassen und ein bisschen übersetzen. Er sagte, es ist eine spannende Situation in Amerika, denn Trump, der ist im Prinzip wieder, eigentlich wieder zurück on top, denn das Impeachment-Verfahren, es war ein Debakel mit den Wahlen. Es ist selbst jetzt noch mit der Auszählung ein großes Fragezeichen dahinter. 75% sagt er, wurden jetzt schon ausgezählt. Meine Güte, was machen die mit den Stimmzetteln dort? Also,
Tatsächlich jetzt heute vom US-Senat wird das Ganze wohl dann stattfinden. Wir werden sehen, wohin das Ganze führt. Es war wohl das erste Mal, so sagte Shimizu-san, dass ein Präsident eine Rede an die Nation halten musste, während gleichzeitig das Impeachment-Verfahren da lief. Aber Trump wird es möglicherweise nicht mal gemerkt haben so richtig. Also wir sehen schon, wohin die Reise da in etwa geht. Die Volksrepublik China, die Nationalbank der Volksrepublik China, die pumpt wieder Liquidität in die Märkte. China ist wieder ein bisschen nach oben gekommen. Wir wissen ja, wir hatten dort ein bisschen Päuschen in der letzten Woche. Und Entschuldigung, alles, was die Märkte nach oben bringt, ist da natürlich erstmal willkommen, weil die Leute jetzt, der Husten hatte damit nichts zu tun, das war ein Verschlucker. Also nicht, dass sie jetzt diese Assoziation schon so wahrnehmen. Also wir sehen, da wird zumindest mal gekämpft, dass der Markt ebenfalls nach oben geht. Im Moment sieht alles noch bullisch aus, auch wenn ich gesagt habe, Mensch, nach fünf müsste es doch mal langsam runtergehen. Noch ist es zu früh, um hier irgendwie Ungemach zu erkennen. Das kann sein, dass sich das heute ergibt. Es wäre typisch, aber solange es der Markt nicht zeigt, kann man da nicht wirklich was machen. Das heißt, an alle die Warnmeldung, jetzt den Gesamtmarkt zu shorten, ist vielleicht im Moment noch nicht wirklich clever, solange es keine Anzeichen gibt. Bei Tesla andersrum ist es vielleicht schon der Fall, denn dort hatten wir ja zum Abschluss nochmal den deutlichen Schub nach unten. Dort würde ich jedweden kleinen Versuch, der wackelig, das ist wichtig, wackelig und möglichst flach nach oben eben geht, nutzen, um dann nochmal einen Short zu installieren. So, und jetzt machen wir noch das Schlussbild mit Dame hier, sagen nochmal einmal Tschüss allerseits und wünschen einen wunderbaren Tag. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.